Fettarmes Frittieren gefällt dir? Deswegen hast du dir wahrscheinlich auch eine Heißluftfritteuse gekauft und möchtest damit auch abnehmen. Aber die meisten Rezepte, die du findest, haben trotzdem viel zu viel Kalorien. Ich zeige dir heute 4 Rezepte, die definitiv wenig Kalorien haben und genau für dich das Richtige sind, damit du vor dem Sommer noch abnehmen kannst. Ja, als erstes fange ich jetzt hier mit Paprika an, die ich jetzt hier halbiere. Ja, und wie bin ich überhaupt auf die Idee gekommen? Ich habe ein Video gesehen von einer Ernährungswissenschaftlerin, die 13 Lebensmittel gezeigt hat mit fast 0 Kalorien. Und dann war ich auf die Idee gekommen, habe gedacht, das ist ja ideal für unsere Gruppe. Was heißt für unsere Gruppe? Für die Heißluftfritteuse. Denn wir können da kalorienreduziert kochen, ohne Fett oder fettreduziert kochen. Und oft wurde auch in der Gruppe gefragt, kannst du nicht mal Video bringen oder Rezepte zusammenstellen, ja, zum Abnehmen ideal, ja, und sie hatte jetzt halt 13 Lebensmittel aufgeführt, darunter war auch die Paprika, dann waren die Konjaknudeln, Gurke, Zucchini, Pilze, ja, Tomaten, Spinat, Peperoni, Sellerie, Spargel, ja, die ganzen Kreuzblüter kommen auch noch dazu, Brokkoli, Blumenkohl und Rosenkohl. Ja, und zu jedem habe ich ja auch schon Videos einzelne Mal erstellt, aber nicht so in diesem Zusammenhang mit Abnehmen. Ja, jetzt machen wir jetzt hier weiter. Also ich habe jetzt hier die Paprika halb aufgeschnitten, wie du gesehen hast, ein Ei eingefüllt und jetzt kommt noch etwas Schnittlauch oben drüber. Das hatte ich mir jetzt so überlegt. Und dann hast du ruckzuck ein einfaches Frühstück zusammengestellt oder auch zum Mittag als Beilage. Noch ein paar Gewürze kommen oben drüber. Jetzt habe ich etwas Chilisalz genommen. Ja, noch etwas Salz und Pfeffer. Und dann ist das auch schon so weit, dass das ab in die Heißluftfritteuse kann. Ja, ich habe jetzt hier mein Ninja Speedy genommen. Du kannst jede andere Heißluftfritteuse auch nehmen. Ich habe jetzt Airfryer da eingestellt, 180 Grad. Und von der Zeit gehe ich auf 10 Minuten. So, fertig. Schau, mit so einer Zange kann ich jetzt auch ganz einfach die Gläschen jetzt da wieder rausholen. Ich hatte auch zwischendrin mal rausgeholt, habe mal probiert, wie das Eigelb und das Eiweiß so sind, ob die für mich so passend sind. Aber das war so, hat das astrein gepasst. Aber das kannst du für dich ja entsprechend, je nachdem wie die, du das Ei haben möchtest. Ja, jetzt hebe ich das Ei auch mal mit meinem speziellen Heber etwas an, damit ich dir das näher zeigen kann. Ja, du siehst, das war für mich war es ideal. Ich mag es nicht, wenn es noch so schlapprig ist. Wenn du das Ei weicher willst, lässt es kurz von der Zeit kürzere Minuten drin. Aber so war das für mich ideal. Und schon können wir zum zweiten übergehen. So, hier habe ich jetzt gleich noch ein zweites Video. Da habe ich eine Paprikaschote, Zwiebeln, Paprikaschote. Dann ich oben den Kopf ab. Und fülle das aus, dass die Kerne draußen sind. So, jetzt habe ich hier mein Glas. Jetzt schaue ich mal, ob das so passt. Dann habe ich hier ein Ei. Zwiebel. Paprikapulver. Pfeffer, habe ich hier noch. Ein bisschen Knoblauch. Noch etwas Salz. Also Gewürze, wie du möchtest. Und das Ganze jetzt wird jetzt hier gerade in die Paprika aufgeteilt. Und du siehst, von der Masse hat es genau wunderbar in die eine Paprikaschote reingepasst. So, kommt das Speedy rein. Speedy zu. Einschalten. Heißluft frittieren, 180 Grad und von der Zeit 10 Minuten. So, jetzt hole ich das mal aus den Speedy raus und machen wir eine kurze Zwischenkontrolle, ob das Ei so gut ist. Und da habe ich jetzt einen Löffel, so einen Rücken, und da stelle ich kurz rein und ich sehe, für mich ist das Ei noch zu flüssig. Du siehst, das quillt da jetzt nochmal so raus. Also dadurch, dass es in der Paprikaschote drin ist, braucht das doch länger, als wenn du ganz normal so ein Ei in der Heißluftfritteuse drin zubereitest. Also du siehst jetzt richtig, wie das noch flüssig ist. Und ich habe das Ganze jetzt nochmal für 5 Minuten nachgestellt.
Also insgesamt war es dann 81 Grad und für 15 Minuten in der Heißluftfritteuse. Aber teste das, wie das für dich ideal ist und du das haben möchtest. Ja, jetzt blende ich dir auch mal ganz kurz mein vegetarisches Kochbuch ein, was ich mal erstellt habe. Da findest du auch ganz viele Anregungen in dieser Richtung, in diesem Buch. Ich verlinke das unten in der Beschreibung. So, nach den 15 Minuten hatte ich das jetzt aus der Heißluftfritteuse rausgeholt, hier in meine Schale reingetan und jetzt schnellt mir das Ganze mal an und machen mal eine Kontrolle. Du siehst, es ist zwar noch flüssig, es kommt noch etwas Saft raus. So, jetzt hole ich doch mal etwas näher in die Kamera für euch, damit ihr das sehen könnt. Also so war es jetzt richtig ideal. Es hat super geschmeckt. Hier habe ich jetzt die kalorienreduzierten Nudeln. Die sollen ja gewaschen werden, also gut gespült werden und dann entsprechend hier in den Sieb reingegeben. Und da drinnen lasse ich die jetzt entsprechend abtropfen. Ja, der Spargel, die hinteren Stücke weg. Und ansonsten schneide ich jetzt so Spargelstücke, die da reinkommen. Weil ich packe sie da rein, da liegen sie doch weiter auseinander. Jetzt nur ein ganz klein bisschen Öl, gar nicht viel. Und so in der Heißluftfritteuse ins Bedi unten rein. Zu einschalten. Programm. Heißluft frittieren. Temperatur 180 Grad. Und Timer nehme ich gerade mal 5 Minuten. Die brauchen nicht so lange, der Spargel. Denn ich will noch bissfest haben. Ja, und in der Zwischenzeit habe ich jetzt hier noch Tomaten klein gewürfelt. Hier habe ich das Pizza-Pasta-Gewürz, das Basilikum, Tomaten, Salz, Paprika, Knoblauchpulver drin. Das passt ideal dazu. Und darüber jetzt auch etwas. Und den Airfryer-Spray aber nicht viel. So, die Nudeln sind inzwischen gut gewaschen. Kommen jetzt da rein. Der Spargel darf mal raus. Und das kommt ins Bidi unten rein. Zu. Heißluft frittieren, das mache ich jetzt volle Bulle, 210 Grad. Und von der Zeit 5 Minuten sollten da lang. Dann ein bisschen Chilisalz. Mein Wasser kocht. Jetzt kommt jetzt wieder die Nudeln. Dann lasse ich das jetzt noch 3-4 Minuten ziehen. Jetzt habe ich noch eine rote Zwiebel, die ich dazu aufschneide. Das kommt jetzt rüber. Meine Tomaten kommen raus. Das kommt wieder ins Bidi. 180 Grad, Heißluft frittieren. Nochmal 5 Minuten. Ja, diese Tomaten. Die kommen jetzt hier in meinen kleinen Häcksler wieder rein und in dem Häcksler tue ich das jetzt klein häckseln. Das gibt jetzt meine Grundlage, meine Soße dazu. Also keine Fertigsoße, nichts dazu, sondern einfach so auf die Art und Weise kannst du wunderbar dir deine eigene Tomatensoße dazu erstellen. Hast fast 0 Kalorien und es schmeckt, hast richtig die Vitamine von den Tomaten frisch da drinne. Also einfach kannst du auch eine eigene Soße erstellen. So, so ist das jetzt ins Bidet drin. Kommt die Soße da oben drüber. So ist das jetzt hier drin. Letztens 2 Minuten noch laufen lassen. Ja, ich hatte mir überlegt, ich könnte ja noch ganz klein bisschen Mozzarella-Käse oben drüber machen. Deswegen hatte ich den Speedy noch mal kurz geöffnet. Aber nicht viel habe ich oben drüber gemacht, weil ich will ja keine unnötigen oder zu viel Kalorien dazu schaffen. Aber so ein bisschen habe ich gedacht, das ist ja nicht allzu viel von der Mozzarella. Und jetzt geht es meine Reste in 2 Minuten fertig. Ja, ich nehme diese Silikonform recht gerne, weil du hast gesehen, da kann ich mit der Gabel einstechen und kann das dann leichter aus dem Speedy oder aus der Heißluftfritteuse rausholen. So, Essen ist fertig, Anrichten ist angesagt. Schau dir mal den Spargel an. Sieht der nicht lecker aus? Richtig knusprig war er noch. Hat richtig klasse geschmeckt. Aber ich habe ja noch ein viertes Rezept für dich. Ja, und das ist jetzt mal Resteverwertung. Auch das klappt super. Ja, das Essen war so lecker, aber zu viel, zu viel. Und ich habe nicht alles gepackt.
Und jetzt habe ich den Rest hier wieder in diese Schale rein, die Silikonschale, und habe hier noch diese Garnelen, das sind diese künstlichen, sage ich immer, die packe ich jetzt dazu und die kommen der Heißluftfritteuse, 81 Grad, 5 Minuten und schau, so habe ich wieder ein leckeres Essen und das hat richtig klasse zusammengeschmeckt. Die Garnelen mit dem Lachs, den Nudeln zusammen, ein tolles Essen. Ja, möchtest du mehr so Inspirationen haben, dann abonniere meinen Kanal, gerne einen Kommentar, ein Like, was du dir wünschst, dazu schreiben, und die Serie geht jetzt erstmal richtig los.